Machen wir heute weiter hier bei Klassifikation. Also es dreht sich, wie gesagt, um die Aufgabe grundsätzlich, Algorithmen kennenzulernen, die zunächst mal klassischer Art und dann später neuronaler Machine Learning Art versuchen, Muster zu klassifizieren. Wir haben uns ja damit beschäftigt, dass wir die Signale überhaupt mal in eine Maschine reinbekommen und uns jetzt die letzten paar Vorlesungen mit der Klassifikation beschäftigt. Nun, Klassifikation ist auch nur der Einstieg, das habe ich jetzt schon mehrfach betont, denn wir werden sehen, dass dieselben Algorithmen nachher für alle möglichen anderen Sachen auch einsetzbar sind. Das heißt zum Beispiel Abbildungsfunktionen oder Übersetzungsfunktionen oder sogar Kontrollfunktionen. Das heißt, wir benutzen jetzt erstmal Klassifikation, um diese ganzen Algorithmen kennenzulernen, weil wir in diesem Falle relativ eindeutige oder klar verständliche Ziele haben. Nun, bei überwachter Klassifikation, haben wir auch mehrfach gesagt, haben wir zunächst mal die Situation, dass wir Daten haben, die gelabelt sind. Das heißt, wir wissen für alle diese Daten, zu welcher Klasse sie gehören. Dann haben wir uns das letzte Mal beschäftigt mit der Unterklasse der Algorithmen, die dann auch zusätzlich noch versuchen, durch parametrische Annahmen die Berechnung eines Klassifikators zu vereinfachen oder zunächst mal systematisch durchführen zu können. Das heißt, was wir getan haben, ist, wir haben uns Bayes-Regel kennengelernt und das Ganze als ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Problem angeschaut, nämlich, dass wir für jede Klasse versuchen, eine Wahrscheinlichkeit zu bestimmen und dann uns die Klasse die gewinnende Klasse sozusagen herausgreifen, deren Wahrscheinlichkeit die größte ist. Dann haben wir dann gesehen, dass das die a posteriori Wahrscheinlichkeit ist. Das heißt, wir sind gegeben, uns werden gegeben bestimmte Messungen in der Natur oder in der Umgebung, dass wir sagen, das ist mein Merkmalsvektor und jetzt versuche ich für jede mögliche Klasse, zu der dieser Vektor gehören könnte, eine Wahrscheinlichkeit zuzuordnen und dann wähle ich die Klasse aus, deren Wahrscheinlichkeit die größte ist. Nun haben wir das letzte Mal schon gesehen, dass eines der schwierigen Probleme ist, diese klassenbedingte Bayes-Regel wandelt uns das jetzt nun um in eine klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung und eine a priori Wahrscheinlichkeit für jede der Klassen. Die klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung, haben wir gesehen, ist ein bisschen problematisch, weil wir brauchen ja jetzt nun irgendwie eine Verteilung, die mir sagt, wie die Daten sich verteilen für jede der möglichen Klassen. Wir haben also angefangen mit Gauss-Klassifikatoren, wo wir sagen, wir behaupten mal und nehmen mal an, dass unsere Daten Gauss verteilt ist und wir sagen können, dass für jede der Klassen wir es mit einer Verteilung zu tun haben, die eine Gauss-Form hat. Das heißt, wir sagen, für jede der Klassen, sagen wir mal Kreditwürdigkeit oder Nicht-Kreditwürdigkeit, würden die Daten sich dann entsprechend, also die Merkmalsvektoren, Gauss verteilen, natürlich mit unterschiedlicher Position. Und haben dann gesehen, dass sich dann das Problem darauf reduziert, dass wir die Varianz oder den Mittelwert finden müssen, um diese Verteilung darzustellen oder zu beschreiben. Wir können die lernen anhand der Daten relativ einfach und im mehrdimensionalen Raum eben mit Kovarianzmatrizen und Mittelwertsvektoren dann einen Gauss-Klassifikator bauen. So ein Gauss-Klassifikator lässt sich relativ schnell programmieren, ist relativ einfach durchzuführen, läuft eigentlich ganz gut. Aber wir haben dann am Ende der Vorlesung kennengelernt, gesehen, dass das große Problem natürlich ist, dass viele der Daten tatsächlich nicht Gauss verteilt sind, sondern wir diese Annahme der normalen Verteilung in vielen der Fällen nicht machen dürfen oder nicht machen sollten. Denn wenn wir eine solche Verteilung zum Beispiel hätten, dann würden wir, wenn wir da eine Gauss-Glocke drüber legen, natürlich Fehler machen, denn die Verteilung ist in der Tat nicht so. Das heißt, wir würden dann Grenzen finden, die zwar nach einer Gauss-Annahme einen guten Klassifikator darstellen würden, aber in der Realität, wenn die Daten wirklich ganz anders verteilt sind, natürlich nicht mehr. Und was können wir dagegen tun? Es gibt natürlich andere Verteilungen als nur Gauss, aber die werden dann kompliziert zu rechnen oder unhandlich. Und das heißt, außer Gauss macht man eigentlich in der Praxis in vielen der Mustererkennungsverfahren oder Klassifikationsverfahren eigentlich relativ wenig, weil es dann gleich schnell kompliziert wird. Oder man weicht eben aus auf andere Ansätze, die jetzt inzwischen nicht mehr notwendigerweise parametrisch sind. Nun, was kann man da machen, wenn wir jetzt also sagen, so eine Verteilung sieht so aus, was können wir dann also tun? Und da hatten wir dann das letzte Mal aufgehört.
Richtig, das war die letzte Folie, oder? Bei den vielen Vorlesungen, die ich derzeit halte, weiß ich selber manchmal nicht, aufgehört habe. Nun, was wir hier versuchen zu tun mit dem Parsenfenster, das ist einer der klassischen Ansätze, versucht man dann die Verteilung für jede Klasse direkt zu schätzen. Also wir haben ja gesagt, wenn wir Punkte haben und sagen, die Daten sind Gauss verteilt, dann versuche ich einen mit den Datenpunkten, die ich habe für die Klasse, mit meinen Trainingsdaten, eben eine Gauss-Glocke zu schätzen. Und wir haben da festgestellt, wie man das macht. Wir berechnen den Mittelwertsvektor und dann die Kovarianzmatrix. Und dann hätten wir das für eine Gauss-Verteilung. Und wenn die Daten nicht Gauss verteilt sind und ich will die direkt schätzen, dann kann ich sowas tun wie ein Histogramm, nämlich dass ich mir die Daten anschaue und versuche direkt in dem Raum meine Verteilung direkt zu schätzen. Das wäre ein solches nicht parametrisches Verfahren. Und das tut man bei, und das nennt sich hier in diesem Fall zum Beispiel Parsenfenster. Nun, ein Parsenfenster sieht so aus, dass ich eben Daten habe und mir sozusagen im multidimensionalen Raum eine Art Histogramm bilde. Das heißt, ich versuche einfach zu schauen, wie viele Datenpunkte in bestimmten Abschnitten vorkommen, um dann die Verteilung mehr oder minder direkt zu schätzen. Nun, wenn das jetzt zum Beispiel zweidimensional ist, dann definiere ich solche Kästchen, solche Volumina und zähle dann, wie viele der Punkte meiner Trainingsdaten in diesem Kästchen vorgekommen sind. Und so bekomme ich dann so eine Art Raum, wo Sie können sich das so vorstellen, wie wenn ich da also in unterschiedlichen Kästchen oder Gridpunkten mir dann abzähle, wie viele der Punkte tatsächlich in diesen Raum reingefallen sind. Und das ist alles sehr schön, wenn das Volumen groß genug ist, dann bekomme ich natürlich genügend viele Punkte, aber ich habe dann eine Ungenauigkeit der Rasterung. Das heißt, wenn meine Kästchen groß sind, dann habe ich eben viele ein Unterteil, bei dem sozusagen meine Schätzung immer dieselbe ist, da hätte ich dann dieselbe Wahrscheinlichkeit. Ich verliere also Auflösung, meine Resolution, meine Auflösung ist dann niedrig, wenn meine Kästchen groß sind. Wenn meine Kästchen klein sind, dann bedeutet das, dass ich in einem bestimmten Quadranten oder in einem bestimmten Volumen teilweise sehr oft dann gar keine Punkte anfinde. Das heißt, ich bekomme dann eine Verteilung, die teilweise so nadelartige Messungen hat, aber zwischendrin dann plötzlich nichts passiert und ich bekomme dann Nuller zwischendrin. Und was das nun dann bedeutet, ich muss dann in irgendeiner Weise glätten zwischen diesen Messungen oder versuchen, ein Volumen zu wählen, das eben groß genug ist, dass ich eine gute Schätzung bekomme, aber klein genug, damit ich gute Auflösung habe. Und so suche ich mir dann ein Fenster aus mit einem Volumen, das einen entsprechenden Wert hat. Nun können wir zeigen, dass wenn also das Volumen, wenn meine Daten, und das Ganze hängt natürlich ab von der Zahl der Daten, die ich habe. Wenn ich viele Daten habe, dann approximiert sich dieser Bruch, den ich hier bilde, nämlich die Zahl der Daten in einem Kästchen pro Volumen geteilt durch die Zahl der Daten, approximiert sich dann oder wird asymptotisch die tatsächliche Verteilung. Das große Problem dabei ist natürlich, dass ich nie immer unbegrenzt, wenn ich unendlich viele Daten hätte, wäre das super. Aber natürlich habe ich in der Regel immer nur begrenzt viele Daten. Das heißt, mit meinen begrenzt vielen Daten werde ich da Ungenauigkeiten haben, daher also auch nur das Ungefähr. Und ich muss natürlich ein Volumen wählen, das entsprechend groß gewählt ist oder klein, dass ich das dass ich das gut schätze. Nun, man kann also zeigen, dass wenn die Daten gegen unendlich streben, dann kann auch mein Volumen immer kleiner werden. Meine Datenwerte wachsen natürlich dann in dem jeweiligen Volumen auch an. Und meine Schätzung der Verteilung approximativ oder im Limit strebt also auch gegen die tatsächliche Verteilung, wenn meine Daten unendlich groß sind. Nun, unendlich groß, wie gesagt, haben wir nicht. Das stimmt nicht. Aus dem Grunde wird man dann versuchen, also einen solchen Wert zu setzen, dass ich Volumen so setze, dass hier 1 durch Wurzel von n große Volumina bestimme, damit ich eben das groß genug wähle, dass ich die Auflösung richtig einstelle und eben groß genug, dass ich Auflösung habe, aber klein genug, damit ich auch tatsächliche Werte habe, die nicht null sind. Okay, nun erinnern wir uns nochmal daran, also das ist ein Ansatz, dieses Parsenfenster, relativ einfach. Man schätzt sozusagen die Verteilungen direkt, aber ich erinnere nochmal daran,
Man muss sich immer daran erinnern, was wir mit dem Ganzen machen. Wir haben jetzt damit ja nur eine Datenverteilung. Und das tue ich natürlich für jede Klasse. Also im Base-Sinne eines Base-Klassifikators muss ich natürlich jetzt so eine Datenverteilung für jede der Klassen schätzen. Und dann kann ich das wieder einsetzen in Base und dann auf diese Weise ein Klassifikator mal davon ableiten. Denn wenn das meine klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung ist, dann hier dieses P von X wäre ja das P von X für die Klasse. Und dann setze ich das wieder in Base ein und bekomme dann eine a posteriori oder eine Diskriminierungsfunktion, mit der ich dann den Klassifikator, die Klassifikationsergebnis bestimmen kann. Ein anderer Ansatz ist, dass ich anstelle die Datenverteilung zu schätzen und es dann einzusetzen in Base und mir dann die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, direkt das Klassifikationsergebnis an den Daten ablese. Das heißt, ich nehme meine Trainingsdatenbasis her und versuche dann direkt zu schätzen, in welcher Nachbarschaft mein ungesehenes neues Testmuster nun gehört. Das heißt, ich bekomme einen neuen Merkmalsvektor rein. Das ist meine Messung, die ich versuche zu klassifizieren. Und anstelle jetzt auszurechnen, was deren Wahrscheinlichkeit ist, die a posteriori Wahrscheinlichkeit jeder Klasse, nehme ich mir dieses Muster her, diesen Testvektor, und schaue jetzt einfach in den Trainingsdaten, bei denen ich die Labels ja kenne, und schaue in der unmittelbaren Nachbarschaft, zu welcher Klasse alle meine nächsten Muster sozusagen gehören. Das heißt, ich bekomme also einen neuen Vektor, dessen Klasse ich nicht kenne, den will ich klassifizieren. Das ist also meine Unbekannte, mein X, das ich versuche zu klassifizieren. Und jetzt bestimme ich, was sind meine nächsten Vektoren, die in der Nähe liegen oder die nahe dran sind. Also ich bestimme die k nächsten Nachbarn. Das wäre jetzt in diesem Fall, wenn ich k gleich 9 wähle, dann würde ich die 9 nächsten Nachbarn suchen. Das wäre also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und weil diese nächsten Nachbarn ja nun alles in der Trainingsdatenbasis sind, kenne ich deren Klasse. Das heißt, ich kann also bei den nächsten 9 Nachbarn feststellen, zu welcher Klasse sie gehören. Und dann kann ich abzählen. Das sind also 7, die ein Kringel sind, 2 sind ein Kreuzchen. Und dann stimme ich einfach ab. Ich mache ein Votum. Und das Votum sagt, aus diesen 9 Punkten, die ich habe, sind 7 in der Nachbarschaft Kringel und 2 davon Kreuzchen. Das heißt, ich gebe aus Kringel als Klassifikationsergebnis. Also ganz, ganz einfacher Algorithmus. Können Sie wirklich in 5 Zeilen Programmiercode selber entwickeln. Und das Schöne an dem Ansatz ist, er ist tatsächlich sehr leistungsstark und sehr einfach zu programmieren. Das heißt, mit so einem Klassifikator kommt man schon recht weit und kann also relativ gut Klassifikationsaufgaben lösen. Jetzt schauen wir mal an, wie das Ganze in einem Demo-Programm aussieht. Schauen wir uns mal an, wie ein solcher K-Nearest Neighbor-Klassifikator funktioniert. Also zunächst mal ein relativ einfaches Beispiel. Das heißt, ich bilde mir jetzt ich habe jetzt also meine Datenpunkte. Meine Datenpunkte sind jetzt gelabelt. Also ich weiß, sie sind entweder blau, rot oder grün. Und wenn ich jetzt nun mit meinem Klassifikator hier drüber gehe, dann bestimmt er die 3 nächsten Nachbarn. Also wenn ich hier meinen unbekannten Vektor hier reinlege, berechnet er die 3 nächsten Nachbarn. Sie sehen, hier oben habe ich als K3 eingestellt. Ich kann auch 1 einstellen, das wäre dann der nächste Nachbar. Und Sie sehen, wie der nächste Nachbar hier blau wäre. Sobald ich hier rüber rutsche, ist der nächste Nachbar grün. Und hier wäre er dann rot und so weiter. Nun, das Problem natürlich ist, wenn ich hier einen roten Punkt zufällig habe, dann liegt ja nahe, dass das wahrscheinlich nur ein Outlier war. Das war irgendwie ein Fehler in der Trainingsdatenmenge. Und ich würde trotzdem behaupten, dass diese ganze Klasse wahrscheinlich grün ist und das alles blau und hier rot. Das heißt, wenn ich mit K-Nearest Neighbor 1 hier rangehe, dann bekomme ich allerdings hier Ergebnisse, die hier kurzfristig in kleiner Umgebung hier für rot stimmen. Und nun würde ich sagen, das ist ein Outlier und nicht irgendwie ein Fehler. Das heißt, es ist nicht gut, wenn ich das als rot klassifiziere. Das heißt,
Ich lege hier zu an den K, das heißt, ich fordere, dass die drei nächsten Nachbarn zu einer Klasse gehören müssen. Und wenn ich das dann tue, dann sehe ich, wie hier trotz, obwohl ich hier in dieser Region mich aufhalte, die Klassifikation weiterhin grün bleibt, weil ich die drei nächsten Nachbarn sozusagen für zu der Klasse gehörig bestimmen muss. Nun, sehen Sie auf der anderen Seite, wenn ich K zu groß mache, dann ist hier alles grün oder unbestimmt. Das heißt, in diesem Falle wäre das wiederum zu groß und meine Auflösung dann schlecht. Das heißt, es würde dann zu einem Klassifikator führen, der in diesem Falle zum Beispiel die rote Klasse nicht mehr richtig klassifiziert. Machen wir das also kleiner. Das heißt, das muss in einem guten Kompromiss liegen zwischen der Zahl der Daten, die ich habe, und die Auflösung, die ich in meinem Datenraum vorfinde. Nun, mit dem K gleich 3 würde ich zum Beispiel hier gute Klassifikation durchführen. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass ich hier durchaus also auch einen Klassifikator bauen kann, der nicht linear funktioniert. Das heißt, wenn ich also hier sowas habe, dann sehen Sie, dass in diesem Falle, das ja nun sicher nicht mehr linear ist, das heißt, wir haben also hier rote Punkte, hier rote, kann man das sehen? Schwer zu sehen. Also hier rote Punkte, da rote Punkte, hier zwischendrin grün. Das heißt, unsere Klassifikationstrennlinie müsste hier irgendwo liegen. Das heißt, wir wollen das ja immer noch als rot erkennen und das als rot auch. Nun ist das damit also nicht linear, das heißt, wir hätten hier sicherlich nicht mehr einfache Gauss Blocken, die wir da reinlegen können. Und jetzt schauen wir mal, was der K-Nearest Neighbor draus macht. Und siehe da, er funktioniert ganz gut. Wir bekommen also hier wieder rote Kategorien als Ergebnis. Hier ist es alles schön grün, wie wir das gerne hätten. Da unten blau und hier unten auch wieder rot. Das heißt, wir haben einen absolut einfachen Klassifikator. Den können Sie in 5 Minuten, 10 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde zu Hause programmieren in Ihrer Lieblingsprogrammiersprache, 5 Zeilen Code, ein nichtlinearer Klassifikator, ist nicht parametrisch, müssen sich also keine großen Kopf drüber machen, über die Verteilungen. Man muss sogar nicht mal großartig was rechnen mit Gaussglocken und Mittelwerten und so weiter und so fort. Das heißt, jeder sagt, juhu, das ist der beste Klassifikator überhaupt, machen wir doch nur noch das. Leider werden wir sehen, dass der auch seine Nachteile hat, nämlich, dass er natürlich während der Testphase die Hauptarbeit machen muss. Das heißt, wir sehen natürlich hier, dass wir für den K-Nearest-Neighbor-Bestimmung die K-nächsten Nachbarn bestimmen müssen. Das heißt, wir müssen also feststellen, wo sind die nächsten Nachbarn und dann deren Klasse bestimmen. Das heißt, wir machen das sozusagen an allen bisher gesehenen Trainingsdaten, müssen wir diese Distanzberechnung durchführen. Und das ist natürlich nicht das, was wir gerne hätten. Wir hätten schon irgendwie gerne ein Modell, wenn wir als Menschen zum Beispiel haben zwar Memory über das, was passiert ist in der Vergangenheit, aber es wäre jetzt zu langsam, alles, was wir in der Vergangenheit erlebt zu haben, alles nochmal vorspielen zu müssen, bevor wir eine Klassifikation durchführen können. Wir brauchen also irgendwie schon ein Modell des Ganzen, dass wir Klassifikation schneller in der Testphase durchführen können. Gut, aber das ist zunächst mal K-Nearest Neighbor, einer der einfachsten und auch leistungsstärksten Klassifikatoren, die man sich hierbei vorstellen kann. Okay. Und also auch hier müssen wir immer gucken, wie wählen wir jetzt nun das K? Wir wählen uns ein großes K, damit wir zuverlässige Schätzungen haben. Das haben wir gerade gesehen. Wenn irgendwie so ein Outlier ist, dann ist K gleich 1 nicht unbedingt gut. Das heißt, wir hätten gerne größere K. Auf der anderen Seite muss es klein genug sein, dass wir garantieren können, dass alle K-Nachbarn tatsächlich auch sinnvoll in der Nähe liegen. Dass wenn das
der Raum also recht dünn besiedelt ist, dann könnte ja bei k gleich 3 oder 5 oder 9 oder so das schon eine große Distanz sein und damit auch nicht mehr eine gute Klassifikation. Also auch hier wieder, wir brauchen Trainingsdaten, die einfach mehr Trainingsdaten sind und there is no data like more data. Das heißt, Klassifikatoren werden grundsätzlich immer besser, wenn wir einfach mehr Trainingsdaten haben. Und das ist auch hier wiederum der Fall. Das heißt, hier können wir dann K größer machen, wenn wir mehr Daten haben und damit auch eine bessere Klassifikation erreichen. Ja, nun wären wir dann, hatten wir jetzt nun gesehen, Problem an solchen nicht parametrischen Ansätzen. Also wir haben jetzt parametrische und nicht parametrische klassische Ansätze uns kennengelernt. Nachteil jetzt nun bei den nicht parametrischen ist, wir müssen das Ganze immer an der Trainingsdatenbasis machen und hätten doch gerne lieber irgendwie ein nicht parametrisches Modell, mit dem wir nun tatsächlich klassifizieren können. Und damit gehen wir wieder mal nochmal einen Schritt zurück und schauen uns an, wie das wie ein einfacher nicht parametrischer Klassifikator aussehen könnte, der aber auf der anderen Seite ein Modell baut. Und da schauen wir uns zunächst mal lineare Klassifikatoren an, die nicht parametrisch sind. Und bei all diesen nicht parametrischen Klassifikatoren ist im Wesentlichen der Ansatz der, dass wir sagen, wir haben Daten, die wollen wir klassifizieren. Und das tun wir zunächst mal nur dadurch, dass wir versuchen, eine Trennlinie in den Raum reinzulegen. Also wir haben ja bisher versucht, die Verteilung zu schätzen und dann zu sagen, was ist die größte Wahrscheinlichkeit für welche Klasse. Das impliziert dann natürlich eine Trennlinie. Das heißt, wenn ich sage, ich suche nach der Klasse mit der größten Wahrscheinlichkeit, bekomme ich dann eine Trennlinie oder eine Trennoberfläche, wie wir das beim Gauss-Klassifikator gesehen haben, als Ergebnis dieser Betrachtungsweise. Nun können wir versuchen, anstelle die Verteilungen zu schätzen, versuchen, die Trennlinie direkt zu bestimmen. Und wenn wir zunächst mal als ersten Schritt oder einfachsten Schritt uns vorstellen, dass diese Trennlinie zunächst mal nur linear ist, gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, lineare Klassifikationsansätze, bei denen man versucht, diese Trennlinie direkt von den Trainingsdaten her zu schätzen oder zu bestimmen. Und um das zu tun, gehen wir wieder zurück auf diese Schreibweise, die wir kennengelernt haben, nämlich, dass wir eine Diskriminierungsfunktion haben über den Merkmalsvektor x. Das heißt, wir haben einen unbekannten Merkmalsvektor x. Und dann haben wir eine Diskriminierungsfunktion und versuchen zu bestimmen, ob die jetzt nun für die eine Klasse oder für die andere Klasse jeweils stimmt. Und wenn das eine Linie, eine Trennlinie ist, dann können wir sagen, das Klassifikationsergebnis ist Klasse A, wenn mein Punkt auf der rechten Seite der Trennlinie ist, und es ist Klasse B, wenn es auf der anderen Seite der Klasse liegt. Das heißt, wir haben eine Klassifikationsdiskriminierungsfunktion, die größer ist als 0, wenn wir A dann klassifizieren, oder wir klassifizieren nicht A, wenn diese Diskriminierungsfunktion negativ ist, also kleiner als 0. Und die Funktion, die das implementiert, ist eine ganz einfache Linearkombination der Merkmale, nämlich, dass wenn ich die Diskriminierungsfunktion definiere als Gewichtsvektor mal den Merkmalsvektor und das von 1 bis n aufsummiere, und dann bekomme ich eine Trennlinie. Das wäre ja nur ein Vektorprodukt. Das heißt, ich habe ein Merkmal mal einem normalen Vektor auf einer Trennlinie. Ich habe also eine Trennlinie mit einem normalen Vektor. Und wenn ich das jetzt mit dem Merkmalsvektor multipliziere, dann bekomme ich eine Diskriminierungsfunktion, vorausgesetzt, dass diese Trennlinie durch den Nullpunkt geht. Nun, weil alle Trennlinien nicht durch den Nullpunkt gehen, sondern irgendwo in dem Raum liegen dürfen, brauchen wir dann auch noch ein Threshold Weight, also ein zusätzliches Gewicht, das mir diese Trennlinie im Raum auch noch hin und her schieben lässt. Das heißt, ich habe also das Skalarprodukt zwischen dem Merkmalsvektor und dem Gewichtsvektor plus einem Threshold Weight W0, das mir dann einen Offset dieser Trennlinie gibt. Das heißt, wir haben also mehrere dieser Einstellungen. Wir haben zunächst mal den Merkmalsvektor, den wir versuchen zu klassifizieren. Dann haben wir einen Gewichtsvektor, der normalen Vektor meiner Trennlinie ist, und ein Threshold Weight, das mir diese Trennlinie im Raum noch durch einen Well-Wert hin und her schiebt. Und der Vorteil von sowas ist, es macht jetzt keine Annahme über die Verteilung. Wir sagen einfach nur noch, das ist meine Trennlinie. Und ob die links und rechts nun Gauss verteilt sind oder sonst irgendwie, interessiert uns zunächst mal nicht. Wir versuchen, diese lineare Oberfläche jetzt zu bestimmen.
Zunächst mal machen wir das mit überwachtem Training. Das heißt, wir nehmen Daten, die gelabelt sind und bestimmen dann eine solche Diskriminierungsfunktion, bei der wir diesen Merkmalsvektor mit dem Gewichtsvektor multiplizieren und dann das Threshold Weight obendrauf legen. Nun, das wiederum ist natürlich, das heißt, unser Problem verwandelt sich jetzt nun in eine Aufgabe, bei der wir versuchen müssen, alle diese Gewichte entsprechend einzustellen. Das heißt, wir müssen den Gewichtsvektor bestimmen und den Threshold Weight, dieses W0, um eine optimale Positionierung dieser Trennlinie zu bestimmen beim Training. Beim Training über den Trainingsdaten. Um das ein bisschen einfacher zu machen, machen wir noch einen weiteren Trick, nämlich, dass wir dieses Threshold Weight versuchen, in die Summe reinzuziehen. Das heißt, wir möchten nicht gerne hier zwei unterschiedliche Sachen bestimmen zu müssen, die Gewichte meines Gewichtsvektors und dann noch ein zusätzliches Threshold Weight. Das heißt, wir ziehen das Ganze in die Summe rein. Das können wir dann machen, indem wir diese Summe von 0 bis n laufen lassen anstelle von 1 bis n. Und unser W0 ist dann das Threshold Weight, solange wir dann also auch als Merkmal x0 einfach 1 definieren. Das heißt, wir können W0 hier reinziehen, indem wir uns ein fiktives Merkmal x0 dazu geben, das wir immer auf 1 setzen. Das heißt, wir haben also hier so ein Merkmal x0, das immer 1 ist. Und unser W0 kommt damit in diese Summe mit rein. Das heißt, der Ausdruck wird hier einfacher. Nun im Zwei-Kategorien-Fall wäre dann die Aufgabe, G1 von x muss größer als 0 sein, dann entscheiden wir uns für Klasse 1 und muss kleiner als 0 sein, dann entscheiden wir uns für Klasse 2. Das heißt, wir haben dieses W0 nun da reingelegt, sodass das Ganze jetzt einfacher wird, nämlich dass wir größer als 0, kleiner als 0 entsprechend entscheiden. Wir können auch zeigen, das möchte ich im Detail jetzt nicht vorrechnen, aber Sie können sich in das Folien anschauen, dass g von x uns auch die Distanz von dieser Decision Surface gibt. Das heißt, wir können uns das Ganze auch als im Vektorraum vorstellen, nämlich dass wir einen Punkt x hier definieren als die Summe von diesen Vektoren, diesen drei Vektoren. Und wenn wir jetzt nun hier das einsetzen in die Formulierung der Diskriminierungsfunktion, nämlich dass wir x1 mal dem Gewichtsvektor plus W0, das sollte ein I hier sein. Das heißt, wenn wir hier den Merkmalsvektor mal den Gewichtsvektor plus W0 einsetzen, dann bekommen wir also diese Formulierung hier. Und auf der Hyper-Ebene wäre der 0. Das heißt, wir können jetzt alle diese Betrachtungen einsetzen, das möchte ich jetzt nicht vorrechnen, und können das dann herleiten. Also wenn wir uns hier so vorstellen, als den normalen Vektor zu dieser Hyperebene der Trennlinie, plus dem, der da drauf liegt, und dem, der parallel zur Hyperebene liegt, zum Punkt x, dann können wir ausrechnen durch Umformulierung, dass in der Tat die Diskriminierungsfunktion proportional zu diesem Abstand r ist, der mir sagt, wie weit dieser Merkmalsvektor von dieser Trennlinie weg ist. G von x ist daher also nicht nur eine Entscheidung darüber, ob ich auf der rechten oder auf der linken Seite liege, sondern aus linearer Algebra, Betrachtungsweise können Sie sich dann also auch herleiten, dass er in der Tat eine Messung der Distanz von dieser Hyperebene ist und wir damit auch sehen können, wie nah wir tatsächlich an dieser Trennlinie dran liegen. Nun, die große Frage natürlich, die sich uns stellt, ist, wie stellen wir jetzt nun diesen Gewichtsvektor W ein? Und dafür gibt es nun auch mehrere Ansätze. Das heißt, wir wollen versuchen, diesen Gewichtsvektor so einzustellen, dass er meine Daten, meine Trainingsdaten gut voneinander trennt. Wenn ich jetzt nun im ersten Schritt erstmal annehme, wir haben das also bei neuronale Netze diesen Teil besprochen, aber wie gesagt, nur ein paar von Ihnen gehen ja in die Vorlesung, deshalb muss ich das hier auch wiederholen. Ist es nun so, die Aufgabe ist zunächst mal die, dass wir die Gewichte W nun jeweils einstellen müssen, damit wir eine gute Trennlinie jeweils bekommen. Da gibt es mehrere Ansätze dafür. Der erste ist die sogenannte Linear-Fisher Discriminant Analysis. Was man hier tut, man stellt sich das Ganze als eine Projektion vor. Das heißt, wir sagen, wir haben eine Trennlinie zwischen den Klassen und die hat einen normalen Vektor. Aber ich stelle mir das Ganze jetzt nun vor
als eine Projektion auf eine Dimension. Also ich stelle mir das Ganze vor, wie wenn ich jetzt in meinen Raum runter projiziere auf eine Dimension und dann nur noch einen einfachen Threshold habe. Und wenn meine Daten linear voneinander trennbar sind, dann funktioniert der Ansatz ganz gut. Man kann das analytisch ausrechnen. Als Beispiel sehen Sie hier diese Punkte, die Punkte der Kringel und die Punkte der Kreuze. Das sind hier dieselben Punkte, dieselben Kringel, dieselben Kreuze. Diese Punkte nehme ich und projiziere jetzt auf unterschiedliche Linien mit unterschiedlichen normalen Vektoren W. Das heißt, ich kann die jetzt nun projizieren auf eine Linie, die so gelegen ist, dass alle meine Punkte werden auf diese Linie projiziert. Oder ich projiziere alle auf diese Linie. Und dann sehe ich, dass zum Beispiel hier, wenn ich auf die Linie projiziere, dann sind meine Kringel von den Kreuzen sehr schön getrennt. Das heißt, hier kann ich dann sehr schön eine Klassifikation durchführen zwischen den Punkten, wohingegen hier die Projektion auf diese Linie die Punkte jeweils durcheinander mischt und ich dann die Punkte nicht mehr voneinander trennen kann. Das heißt, der Ansatz der Fisher Linear Discriminant Analysis ist ein Projektionsansatz. Ich entscheide mich für die Klasse nach einem Threshold, den ich in einer Dimension durchführe. Und das tue ich durch eine Projektion auf diese Dimension. Nun ist die Frage natürlich dann, wie muss ich projizieren oder auf welche dieser Trennlinien muss ich projizieren? Und diese Trennlinie ist ja mein Gewichtsvektor, den ich suche. Das heißt, ich löse das Ganze durch eine entsprechende Projektionsaufgabe. Nun, wie wird die gelöst? Was man hier macht, ist, man benutzt eine Diskriminierungsfunktion in diesem Falle, die versucht, nach einem Kriterium vorzugehen, wo ich ein Kriterium maximiere, das nach der Projektion meine Daten optimal voneinander trennt. Nun, das würde die Daten nach der Projektion am besten voneinander trennen. Zwei Teile. Das eine ist, wenn der Mittelwert aller meiner Daten für die zwei unterschiedlichen Klassen so weit wie möglich voneinander ist. Und dann das zweite ist, dass die Streuung innerhalb jeder Klasse so klein wie möglich ist. Das heißt, ich möchte erreichen, dass die Punkte der Kreuzchen, dass der Mittelpunkt zwischen den Kreuzen und der Mittelpunkt der Kringel weit voneinander ist. Sie sehen, der Mittelpunkt zwischen diesen beiden ist relativ groß, wohingegen der Mittelpunkt zwischen den Kreuzen und der Kringel in dieser Projektion ist viel kleiner. Das Zweite, wir sehen, dass die Streuung, also der Cluster, das Zusammenliegen dieser Punkte der Kreuze, hier sehr schön eng und kompakt sind. Die Kringel hier auch schön eng und kompakt. Und hier sehen Sie, die sind ziemlich gestreut. Das heißt, die Kreuze hier sind ziemlich verstreut, die Kringel sind ziemlich verstreut und damit mischen die sich durcheinander. Wir bilden uns also ein Kriterium, das sagt, wir wollen die Distanz zwischen diesen Mittelwerten, den Mittelwert der Punkte aus der einen Klasse und den Mittelwert der Punkte aus der anderen Klasse, wir wollen diese Distanz so weit wie möglich voneinander trennen. Das heißt, den Betrag zwischen diesen beiden Mittelwertsvektoren wollen wir maximieren nach der Projektion. Und wir wollen die Summe von diesen Streuungen minimieren. Das heißt, wir wollen ja die Streuung von der einen und der anderen Klasse so klein wie möglich machen. Das heißt, wir nehmen die Summe der Streuungen in den beiden Klassen in den Nenner dieser Gleichung. Das heißt, wenn wir die Streuung in der Nenner haben und die Distanz zwischen diesen Klassen im Zähler, dann bekommen wir ein Kriterium, das wir maximieren wollen. Das heißt, wir wollen das so groß wie möglich machen, dadurch, dass sie eben voneinander weit weg sind und innerhalb der Klassen relativ klein streuen. Das heißt, wir suchen dann eine Projektion, die mir dann dieses Kriterium jeweils maximiert. Nun kann ich das tun, wenn ich die Projektion der Samples kann ich berechnen, die Streuung kann ich auf diese Weise berechnen. Und ich bekomme dann einen Gewichtsvektor, in dem ich dann das jeweils auflöse. Wir sehen hier, wie die Summe der Scatter-Matrizen berechnet werden kann. Und das geht ganz analog, wie wir das also auch schon bei der Kovarianzmatrix kennengelernt haben, können wir auch diese Scatter-Matrizen jeweils berechnen und dann das Kriterium der Distanz zwischen dieser Mittelwertvektoren.
Nun, um das Kriterium zu maximieren, kann man dann, das will ich im Detail jetzt auch nicht ausrechnen, direkt auflösen nach einem Gewichtsvektor, der dieses Kriterium jeweils maximiert. Also Fisher Discriminant Analysis ist eine Methode, wie man das machen kann. Und eine zweite Methode, wie man eine lineare Trennung durchführen kann, ist sich das Ganze irgendwie, wenn die Daten linear voneinander trennbar sind, wird das Ganze als eine konvex. Wenn ich mir vorstellen kann, dass die einzelnen Klassen konvex verteilt sind, dass ich also eine konvexe Verteilung der Daten habe für jeweilige Klassen, dann kann ich auch nach algorithmischer Methode, sollten Sie in Algorithmen technisch schon kennengelernt haben, eine Hülle drumlegen. Ich kann also hier versuchen, eine Hülle um die Punkte der Kringel und eine Hülle um die Punkte der Kreuze jeweils zu legen und mir dann versuchen, den minimalsten Abstand zwischen diesen beiden Klassen jeweils zu binden und dann eine Trennlinie durch die Mitte dieser beiden Klassen jeweils durchzuziehen. Auch das ist eine der möglichen Methoden. Ja, jetzt ist die große Frage, wollen wir mit unüberwacht weitermachen oder mit Perzeptronen? Wer will über Perzeptronen lesen, lernen, wer will über unüberwacht lernen? Unüberwacht, Perzeptron, unüberwacht siegt. Machen also hier weiter. Wir kommen also zurück zu den Perzeptronen, vielleicht um Ihnen einfach nur als Vorgeschmack zu erklären, was wir mit den Perzeptronen tun werden, damit Sie sich das im Hinterkopf behalten. Bei solchen linearen Klassifikatoren, wir haben jetzt eine Möglichkeit festgestellt, wie wir das lösen können nach W, also diesen Gewichtsvektor versuchen uns direkt zu bestimmen, wenn wir uns das Ganze als Projektion vorstellen. Eine zweite Art, sich das herzuleiten, ist, indem man versucht, eine konvexe Hülle um die Klassen zu legen und dann eine Linie zwischen reinzulegen. Der dritte Ansatz, den wir als Perzeptron kennenlernen werden, da geht man direkt ran und dreht an all diesen Gewichten so rum, dass die Linie sich so lange verstellt, bis sie sich sozusagen optimal zwischen diese beiden Klassen einstellt oder reinlegt. Das heißt, wir bekommen auf diese Weise ein iteratives Verfahren, bei dem wir die Gewichte individuell verstimmen, bis die Linie richtig liegt. Also ein relativ auch ein relativ direktes Verfahren, wie man es machen kann. Das Perzeptron tut das. Dann schauen wir uns das Perzeptron dann das nächste Mal an und machen heute jetzt erstmal mit unüberwachten Lernen weiter. Bei den klassischen Verfahren der unüberwachten Klassifikation, und da sind wir jetzt nun hier in unserem Baum. Das heißt, wir haben uns zunächst mal beschäftigt mit überwachten Lernverfahren, bei denen die Daten nun alle gelabelt sind. Das heißt, in diesem Falle wissen wir, wie alle Daten nun, alle meine Trainingsdaten, zu welcher Klasse die Trainingsdaten gehören. Wir haben ja auch festgestellt, dass es viele Probleme gibt, bei denen ich die Klassenzugehörigkeit meiner Trainingsdaten nicht kenne. Das heißt, und das ist in vielen Fällen nun tatsächlich so. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel für Gesichtserkennung eine große Datenbasis sammeln, bei der ich weiß, welche Personen das sind. Aber wenn ich Google bin oder Facebook oder Apple oder Amazon und ich habe so viele Daten von Gesichtern, da weiß ich natürlich bei all diesen Personen nicht unbedingt die Klassenzugehörigkeit. Das heißt also, auch bei Problemen, bei denen grundsätzlich eine Klassenzugehörigkeit in den Trainingsdatenmengen verfügbar ist, habe ich dann meistens sehr oft noch zusätzlich viele Daten, bei denen ich die Klassenzugehörigkeit nicht kenne. Das heißt, in all solchen Situationen brauche ich unüberwachte Lernverfahren, bei denen ich auch trainieren kann, wenn ich die Klassenzugehörigkeit nicht kenne. Und dafür gibt es jetzt auch wieder klassische Verfahren und modernere neuronale Ansätze. Und wir fangen zunächst mal hier auch mit den klassischen erstmal an. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, wo wir Punkte haben. In diesem Fall kennen wir die Klasse nicht. Wir wissen also nur, dass die eine bestimmte Verteilung haben. Das heißt, wir sehen hier ganz natürlich, dass hier eine Klasse ist. Und vielleicht ist das ein Outlier und vielleicht ist das eine zweite. Oder vielleicht sind das zwei weitere Klassen. Das heißt, vielleicht ist da hier eine und da eine. Das heißt, wir stellen als allererstes schon mal fest, wir wissen nicht ganz richtig, hundertprozentig, wie viele Klassen es sind. Denn wir haben ja nur Verteilungen. Das heißt, wir können eigentlich nur entscheiden, dass da eine bestimmte Struktur drin ist. Aber wie viele Unterklassen jetzt nun darunter sind, das ist jetzt sozusagen das Design oder im Befinden des Designers, der das jetzt nun baut, um zu sagen, ob man da jetzt, was weiß ich, zwei, drei, vier Klassen entsprechend hier einstellt oder nur zwei. Das ist dann jeweils
die Entscheidung, die man treffen muss. Was wir also versuchen, ist, die Struktur hier zu finden in diesen Daten. Und wir können nicht unbedingt sagen, welche Klasse das schon a priori schon erstmal hat. Und ein solcher Algorithmus versucht das jetzt zunächst mal zu identifizieren und würde möglicherweise hier drei Klassen identifizieren. Aber wie ich schon gerade eben sagte, ein solches Clustering heißt das. Der Ansatz, unüberwachte Verfahren werden oft als Clusterverfahren bezeichnet oder auch als Ballungsverfahren. Und was wir hier tun, ist eben diese Klassen jeweils zu finden. Auch, wie wir schon gerade gesehen haben, wir wissen hier nicht unbedingt, wie viele es sein müssten, denn ich könnte ja hier sagen, es sind drei oder wenn ich das als Outlier sehe, vielleicht nur zwei oder ich könnte das als zwei Klassen sehen, dann hätte ich vier. Das heißt, wie viele es nun sind, ist auch Definitionssache, die ich möglicherweise irgendwie individuell einstellen muss. Also hier müssen diese Clusterverfahren das tun. Nun kann natürlich einer von Ihnen sagen, ja, ich drucke mir das aus und gucke mir das an und dann sage ich, drei Klassen und da liegt eine und da liegt eine weitere. Das ist natürlich schön, wenn man das in so zweidimensionalen Raum hat, aber wenn Sie jetzt plötzlich hundertdimensionale Räume haben, dann geht das nicht mehr, dann können Sie sich das nicht mehr ausdrucken und anschauen. Das heißt, wir brauchen automatische Algorithmen, die das automatisch für uns tun. Okay. Und all das haben wir eigentlich schon gesagt. Das kommt natürlich alles aus diesem Problem, dass das Datensammeln schon mal kostspielig ist, aber das Labeln von Daten in der Regel noch viel teurer ist. Nun wissen wir, dass das zu einem ganz anderen Bereich geführt hat oder Forschungsbereich. Es gibt in der Informatik inzwischen Human Computation, da gibt es ganze Konferenzen dazu. Im Wesentlichen ist der Witz dabei, Labeln ist teuer und vielleicht kann ich ja Leute das Labeln indirekt machen lassen. Also ich habe vielleicht schon von Capture erzählt, wenn Sie diese Capture, davon habe ich mit Sicherheit schon erzählt. Also wer weiß nicht, was Capture ist? Okay, wissen Sie also alle. Dann werden Sie sozusagen dazu bekommen, Sie können in Ihre Webseite da nur reingucken, bis Sie dann irgendwas eingetippt haben, also das Straßenschild oder was auch immer. Und das sind Methoden, mit denen die großen Firmen Sie dazu bringen, Daten zu labeln. Das heißt, da werden Daten eingespielt, bei denen die Klassenzugehörigkeit nicht bekannt ist. Und Sie als Benutzer tippen das ein und sammeln auf diese Weise für die großen Firmen, großen Internetfirmen, Trainingsdaten. Das heißt, wir wandeln dann unsupervised Daten in supervised Daten oder Klassifikationsprobleme. Nun, das ist eine Methode, aber in vieler Weise sind natürlich die großen Datenmengen meist bleiben immer noch ungelabelt und das kostet halt auch Zeit. Das heißt, wir wollen das irgendwie schauen, dass wir für solche ungelabelten Daten auch solche Struktur, solche Maßnahmen haben, die dann die Struktur jeweils extrahieren können. Zunächst mal können wir uns auch hier wieder bei solchen Verteilungen, deren Klassenzugehörigkeit wir nicht kennen, uns das Ganze auch wieder als Mixturen vorstellen von Verteilungen, die wir schon kennen. Das heißt, wir können auch hier wieder die Gauss-Annahme machen, so wie wir das jetzt in der überwachten Klassifikatoren kennengelernt haben, aber dass wir jetzt nicht mehr wissen, wo die, wie diese Gauss-Glocken liegen, nur dass wir die Gesamtverteilung aller Punkte jeweils kennen. Das heißt, wir haben, wir unterstellen oder wir nehmen an, dass meine Samples, meine Werte in meiner Trainingsdatenmenge, dass sie von unterschiedlichen Klassen herrühren, also C unterschiedliche Klassen. Und wir schauen uns nun diese Verteilung an und tun so, als ob das jetzt eine Mixtur von Gauss-Glocken ist. Und dann besteht unser Problem jetzt nun darin, bei dieser Mixtur festzustellen, wo die jeweiligen Mittelwerte und die Varianzen jeweils liegen. Das heißt, ich habe eine tatsächliche Verteilung, die nicht Gauss-Glockenförmig ist, sondern eben mehrere Klassen möglicherweise enthält. Und wenn ich sagen kann, das sind zwei Klassen, dann kann ich versuchen, hier zwei Glocken zu finden, die auf diese Daten am besten draufpassen. Okay, nun kann ich das natürlich für andere, auch hier wieder andere Verteilungen unterstellen oder annehmen. Das wären wieder so parametrische Annahmen. Aber wenn ich jetzt hier mit Gauss-Glocken, das ist der typische Fall, wieder arbeite, dann kann ich mir das als eine Mixtur von solchen Gauss-Glocken vorstellen. Aufgabe in diesem Fall natürlich ist, wo sind die Mittelwerte und was sind die Varianzen oder Kovarianzmatrizen dieser Verteilungen, sodass ich hier optimal die tatsächlichen unüberwachten Daten, die ungelabelten Daten jeweils am besten finde oder abbilde.
Nun kann man das versuchen, mathematisch zu lösen. Das heißt, man kann in der Tat aus dieser Verteilung heraus versuchen, den optimalen... Kann ich das versuchen, mathematisch zu lösen? Da gibt es also mathematische Ansätze dafür, wo man jetzt sagen kann, was wäre der beste Mittelwert und die beste Kovarianzmatrix, damit ich eine Verteilung, deren die nicht gaussglöckenförmig ist, mit einer bestimmten Anzahl von Gaussklappen optimal anpasse. Der einfachste Ansatz oder der übliche Ansatz, das heißt, man macht das meistens nicht mathematisch, weil die Mathematik da sehr schnell kompliziert wird und man es in dieser Weise dann eigentlich nicht mehr berechnen kann, sodass in der Regel ein direkter, iterativer Ansatz auch hier wieder gewählt wird, der versucht, zunächst mal der iterativ vorgeht und die Mittelwerte iterativ optimal bestimmt für die Verteilung der Daten, die ich habe. Und in diesem ersten Ansatz, den wir kennenlernen werden, ist es zunächst mal einer, bei dem ich annehmen muss, wie viele Klassen ich überhaupt habe. Wenn ich also sage, ich habe hier erst 2 oder 3 Klassen, dann geht der Algorithmus so vor, dass ich zunächst mal für die 3 Klassen zufällige Mittelwerte wähle. Das heißt, ich habe meine Datenverteilung und ich sage, diese Datenverteilung ist eine Mixtur von 3 Verteilungen. Und dann sage ich zunächst mal, meine Mittelwerte jeder dieser Verteilungen ist jetzt zufällig gewählt irgendwo in diesem Raum. Wenn ich dann diese 3 zufälligen Mittelwerte habe, dann nehme ich alle Punkte und klassifiziere die zu diesen 3 Punkten. Das heißt, ich habe meine 3 ursprünglichen Punkte, dann nehme ich jeden der anderen Punkte und schaue, welcher dieser Mittelwerte am nächsten ist. Und dann sage ich, diese Klassen werden jetzt den jeweiligen Mittelwerten zugeordnet. Wenn ich das gemacht habe, dann bekomme ich eine Zahl von Punkten, die zu einem Mittelwert jeweils zugeordnet worden sind. Und von diesen Punkten kann ich dann einen neuen Mittelwert berechnen. Das heißt, mein Mittelwert verschiebt sich etwas. Und mit diesen neuen Mittelwerten kann ich dann wieder alle meine Daten klassifizieren, bekomme eine neue Zuordnung der Daten zu diesen neuen Mittelwerten. Und mit dieser neuen Zuordnung bestimme ich wieder Mittelwerte und so weiter und so fort. Also, ich wähle zunächst mal einen initialen Mittelwerte μ1 bis μc. Also ich sage, ich habe c verschiedene Klassen. Ich wähle Mittelwerte oder Mittelpunkte dieser c Klassen. Dann klassifiziere ich alle meine n Samples zu diesen Mittelwerten. Dann berechne ich die Mittelwerte aus diesen klassifizierten Samples der Klasse und schaue, ob mein Mittelwert sich verändert hat. Wenn ja, dann gehe ich wieder hier zurück in den zweiten Schritt und wiederhole das ganze Spiel. Im anderen Fall höre ich hier auf. Nein, in diesem Falle nicht. B bleibt falsch war, dann habe ich Pech gehabt. Das heißt aber, um jetzt nicht nur mit Ihnen zu witzeln, was man dann macht in der Praxis, ich mache es mal mit 3, mal mit 4, mal mit 5 Klassen und gucke, wie das sich am besten verhält. Und gleich in dem Moment schauen wir uns noch einen anderen Cluster-Algorithmus an, bei dem diese Annahme, die ich machen muss, nicht mehr der Fall ist. Also jetzt für dieser Algorithmus heißt K-Means. Das heißt, in diesem Falle mache ich eine Annahme, dass ich K-Means, K-Mittelwerte habe. Also ich nehme an, wie viele Klassen ich habe und führe mit diesen Klassen dann das Experiment durch. Dann kann ich das Ganze natürlich noch mit mehr Klassen oder weniger Klassen wiederholen und schauen, welche davon am besten laufen. Das ist also ein bisschen schwarze Kunst, wo ich also feststellen muss, was hier am besten funktioniert. Das Ganze schauen wir uns jetzt auch noch mal in einem Applet an. Okay, also wenn ich jetzt in weiser Voraussicht schon irgendwie Ahnung hätte, dass vielleicht 3 Klassen hier ganz gut wären, dann kann ich hier mit 3 Klassen jeweils anfangen und sagen, ich starte mal. Und am Anfang wähle ich 3 zufällige Mittelpunkte. Und jetzt habe ich unglücklicherweise hier blau, rot und grün als erste Mittelpunkte gewählt. Aber wir sehen, natürlich hätten wir ganz gerne hier eine Klasse, da eine Klasse und da eine Klasse. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber wir haben jetzt gesagt, 3 Mittelwerte. Und wir schauen jetzt zunächst mal mit diesen Werten, wie wir hier weiterkommen. Nun, mit diesen 3 initialen Mittelwerten nehmen wir alle Punkte
und ordnen die diesen Klassen jeweils zu. Das heißt, ich fälle diese Klassenzuordnung und stelle fest, meine blauen sind nur noch die beiden hier oben. Hier werden alle als rot klassifiziert, hier alle als grün. Wir sehen, das ist immer noch keine gute Zuordnung. Das heißt, wir machen weiter. Wir nehmen nun aus all diesen Punkten, all den roten, und bestimmen den Mittelwert, aus all den grünen und bestimmen den Mittelwert. Also aus den grünen würde wahrscheinlich der Mittelpunkt hier irgendwo liegen. Aus den roten würde dann der neue Mittelpunkt hier irgendwo liegen. Das heißt, wir würden erwarten, dass dieser rote Mittelpunkt jetzt nun hier rüber wandert, dieser gelbe Mittelpunkt hier nach dahin wandert und der irgendwo so da in der Nähe bleibt. Wollen wir mal schauen, ob das klappt? In der Tat, es tut sich, funktioniert also, wie wir das gerne hatten. Blau bleibt also hier so in dieser Ecke. Rot ist jetzt, der rote Mittelpunkt ist nun hierher gewandert. Grün ist nun hierher gewandert. Nun haben wir also neue Mittelpunkte, die den Mittelpunkt von diesen grünen Klassen jeweils bilden und von den roten und von den blauen. Und mit diesen neuen Mittelpunkten bestimmen wir jetzt wieder eine Klassenzuordnung. Das heißt, mit diesen neuen Mittelpunkten klassifizieren wir jetzt alle Daten nochmal. Wenn wir das tun, sehen Sie, wie jetzt also die Daten wieder neu zugeordnet sind. Das heißt, wir sehen jetzt plötzlich hier werden diese Punkte alle als blau klassifiziert. Hier bildet sich hier so eine rote Wolke raus und hier eine grüne. Das heißt, wir machen jetzt hier wieder eine neue Klassenzuordnung. Das heißt, wir finden jetzt wieder neue Mittelwerte. Wir haben gesehen, die Mittelwerte haben sich ein bisschen wieder bewegt. Das heißt, sie laufen hier rüber und darüber. Und jetzt haben wir also neue Mittelwerte. Wir klassifizieren jetzt alle Punkte wieder neu. Insbesondere dieser würde sich vielleicht verändern. In der Tat, er verändert sich in einen blauen Punkt. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Klassifikation. Wir bestimmen wieder neue Klassen. Wir sehen, wie der Mittelpunkt wieder leicht sich verschoben hat. Und jetzt bleibt das so. Sie sehen, jetzt verändert sich nichts mehr und damit ist unser Algorithmus fertig. Das heißt, der Mittelpunkt bewegt sich nicht mehr. Wir haben jetzt also hier Cluster gefunden, die eigentlich auch intuitiv recht gut eigentlich passen. Nun sehen wir aber hier natürlich auch, dass das ganze Problem das natürlich nicht so schön aussieht, wenn ich mich irgendwie in der Zahl der Klassen vertan habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier versuche, mit zwei Klassen zu arbeiten, dann wird das natürlich auf einen Kompromiss rauslaufen, der nicht besonders schön ist. Ich kann versuchen, das auf Klassen zu erweitern. Dann sehen wir, dass wir da eine bessere Lösung bekommen. Oder auf vier. Sehen, dass dieses Ergebnis zum Beispiel unbefriedigend ist, weil wir hier sicher irgendwie so eine Wolke haben, die jetzt plötzlich zwei Unterordnungen hat. Wie bitte? Mit fünf Versuchen und da ist vielleicht etwas besser. Sie sehen also, ja, dass man tut es zufällig. Also sagen wir so, welche Punkte ich als initialen Mittelwert wähle, hat eigentlich meist keinen Einfluss, weil das dann konvergiert auf dieselbe Lösung. Aber es ist natürlich schon eine der Wahlmöglichkeiten, was man allgemein macht. Man nimmt einfach drei oder vier oder fünf Punkte aus den Trainingsdaten heraus und wählt die zufälligerweise als initiale Klasse. Nun bietet sich an, dass man die vielleicht irgendwie schon ein bisschen streut, damit der Algorithmus vielleicht schneller läuft. Aber im Großen und Ganzen konvergiert das dann schon immer wieder auf derselben Lösung, außer vielleicht ein paar pathologischen Fällen. Das heißt, man kann den Algorithmus zum Beispiel auch mit unterschiedlichen initialen Klassen neu initialisieren und dann nochmal versuchen. Also das sind sozusagen dann die heuristischen Methoden, mit denen man hier rumspielt. Kritischer, wie wir jetzt hier in diesem Beispiel gesehen haben, ist die Zahl der Klassen. Wenn ich hier die Zahl der Klassen ungeschickt wähle, dann bekomme ich natürlich keine schönen Lösungen. Nehmen wir uns mal was Pathologischeres her. Zum Beispiel hier.
hier zum Beispiel dummerweise zwei Klassen gewählt habe, dann sehe ich, wie hier nicht unbedingt was Schönes rauskommt. Das heißt, man möchte dann schon irgendwie schauen, wie man, also wenn ich nicht weiß vorher, wie viele Klassen es sind, bekomme ich möglicherweise eine schlechte Lösung. Und was könnte ich tun? Hätte jemand eine Idee, wie ich sowas zum Beispiel lösen kann? Wenn Sie sich natürlich immer im Hinterkopf behalten, in der Realität können Sie sich das nicht angucken. Wenn Sie das angucken, ist das hier klar. Aber wenn Sie jetzt 100 Dimensionen haben, dann können Sie das natürlich nicht mehr anschauen. Was müsste ich also tun? Ja, das nennt sich ein Distortion, eine Distortion, also ein Streuungsmaß. Das heißt, ich kann in jeder der Klassen mir auch anschauen, wie stark meine Daten streuen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einmal mit zwei Klassen versuche oder mit drei Klassen oder mit vier Klassen oder fünf Klassen und jeweils immer gucke, wie stark die Daten innerhalb jeder Klasse im Durchschnitt streuen, dann bekomme ich natürlich schon einen Eindruck darüber, wie gut meine Klassifizierung in Unterstrukturen dann jeweils passt. Das heißt, das sind so die Methoden, die man hier einsetzt. Nun sehen Sie natürlich, die sind sehr hemdsärmlich, die sind jetzt nicht unbedingt sehr, sehr fundiert oder sehr rigoros. Das heißt, wir haben hier wirklich Methoden, die sind eher so eine Art Kunst, wo man also es mal so versucht und dann iteriert und mit drei Klassen, vier Klassen, fünf Klassen die Streuung jeweils misst, die sogenannte Distortion, Average Distortion misst und dann eben schaut, wie man da am besten zu einer Klassifikation kommt. Nun, der K-Means, den wir hier also damit kennengelernt haben, ist nichtsdestotrotz von großer Bedeutung. Wir haben ja zum Beispiel vielleicht den Bogen zu spannen zu den überwachten Klassifikatoren. Wir werden das in der Spracherkennung noch kennenlernen, wenn wir zum Beispiel jetzt Daten haben, die mit Sicherheit nicht Gauss verteilt sind. Ich möchte aber mit statistischen Verfahren eine Art Bayes-Klassifikator bauen, und möchte nicht auf Parsenfenster ausweichen, sondern das schon irgendwie mit Gauss-Glocken machen, dann kann ich mir eine sogenannte Gauss-Mixtur bilden. Und das ist im Wesentlichen, was wir hier tun. Wir bauen ja sozusagen einen Cluster-Algorithmus, der mir zum Beispiel für diese zweidimensionalen Daten schön die unterschiedlichen Klassen findet. Und jetzt kann ich diesen Raum durch K-Means in drei Klassen unterteilen und dann so tun, dass jede dieser Klassen ist eine Gauss-Glocke und dann die gesamte Verteilung mir als eine Mixtur von drei Gauss-Glocken jeweils ausdrücken. Und diese Mixtur kann ich dann nach Bayes wieder beschreiben als eine Mischung von drei Gauss-Glocken, die ich dann als eine klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung wieder benutzen kann. Also hier nochmal, auch wenn das hier nur ein unüberwachter Klassifikationsalgorithmus ist, kann der natürlich wieder dazu dienen, in gelabelten Daten eine Mixtur jeweils zu lernen über Daten, bei denen ich inhärent in den Daten nicht unbedingt Gauss-Verteilungen habe, aber mir dadurch eine Mixtur von Gauss-Glocken zu finden, die ich dann in einem überwachten Klassifikator wieder dann einsetzen kann, also eine nichtlineare, also ein nichtlinearer Klassifikator. Okay, nun das war jetzt die sogenannte K-Means, der sogenannte K-Means-Ansatz. Probleme davon sind natürlich, dass wir die initialen Mittelwerte μ bestimmen müssen. Aber wir müssen wissen, wie viele Klassen wir haben. Wir müssen die Verteilungen annehmen und wir müssen feststellen, was am nächsten ist. Okay, das meiste aber haben wir schon gesagt. Das heißt, insofern sind wir schon hier in einer richtigen Folie. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, was tatsächlich Ähnlichkeit ist. Wenn wir gesagt haben, wir klassifizieren das, dann haben wir ja inhärent gesagt, welche Punkte werden zu diesem Mittelwert klassifiziert. Und das ist natürlich ein Ähnlichkeitsmaß, nämlich dadurch sage, diese Punkte sind hier am nächsten. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Und dann diese Kriteriumfunktion. Das heißt, wir können natürlich eine solche Streuung haben, mit der wir versuchen, ein Kriterium dann auch zu optimieren. Zunächst mal haben wir ein solches Kriterium benutzt, um eine durchschnittliche Streuung zu bestimmen und zu gucken, wie gut meine Cluster überhaupt am Ende sind. Ich kann aber so ein Kriterium jetzt auch benutzen, um den Typ der Klassifikation oder der Streuung uns mir jeweils anzuschauen. Und auch das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Aber okay, also nicht zu verwirren. Hier zunächst mal der wichtige Punkt ist, wir brauchen ein gewisses Kriterium, in dem ich also feststellen kann, wie gut ein Cluster ist. Das ist meine Cluster Quality, die Qualität.
Das mache ich durch so eine mittlere Streuung, indem ich eben feststelle, zu der jeweiligen Klasse, wie stark sind die Daten, die zu der Klasse gehören, von ihrem Mittelwert jeweils entfernt. Und ich zähle die alle zusammen. Nachdem der Algorithmus konvergiert, bekomme ich dann die mittlere Streuung, die mir dann auch als Maß für die Güte der Klassifikation jeweils dient. Also, das heißt, wir können uns aber auch noch einen zweiten Algorithmus vorstellen, einen anderen Clusteransatz, bei dem wir nicht mehr unbedingt die Klasse von vornherein, die Zahl der Klasse von vornherein bestimmen müssen. Das heißt, ein sogenanntes Hierarchical Clustering geht hier anders vor und in dieser Weise müssen wir nicht anfangen mit der richtigen Zahl der Klassen. Also bei dem K-Means, den wir kennengelernt haben, sagen wir zunächst mal, nehmen wir an, wie viele Klassen sind, und dann legen wir die Mittelpunkte fest und gucken, wie diese Mittelpunkte sich verschieben über die Daten hinweg. Beim Hierarchical Clustering gehe ich jetzt andersrum vor, dass ich von unten anfange und sage, jeder Punkt ist mir am Anfang erstmal eine Klasse. Und ich lege jetzt sukzessive die nächsten Punkte jeweils immer zusammen, sodass ich immer größere Wolken bilde, bei denen immer mehr Punkte jeweils zusammengehören. Also das eine ist so eine Art Top-Down-Verfahren, wo ich anfange mit den existierenden Klassen, verschiebe die Punkte. Und das andere ist ein Bottom-Up-Verfahren, wo ich anfange mit den jeweiligen Punkten und lege die zusammen dann in unterschiedliche Klassen. Das heißt, ich fange nicht an mit einer konstanten C, sondern ich initialisiere das zunächst mal mit allen Punkten, dass alle Punkte jeweils Clusterzentren sind. Und ich muss damit also keine initialen Mittelwerte jeweils finden, denn jeder Punkt ist zunächst mal der initiale Mittelwert. Und dann schaue ich mir an, was ist das nächste Paar von unterschiedlichen Clustern, das heißt die nächstliegenden Punkte zusammen, und die lege ich jetzt zusammen in eine neue Klasse. Diese neue Klasse ist jetzt nun meine neue Klasse, die jetzt wie ein einzelner Punkt jeweils agiert. Und ich iteriere dann, indem ich mehr und mehr dieser Klassen jeweils miteinander merge oder zusammenfüge, bis ich ein gewisses Kriterium erreiche. Und dieses Kriterium mir sagt, jetzt reicht's, jetzt höre ich hier auf. Und so sieht das aus, wenn ich das mir als Dendrogramm vorstelle. Das heißt, ich fange jetzt also an mit Punkten x1, x2, warum lesen hier? Das ist also x1, x2, x3, x4, x5. Das heißt, ich schaue mir an, welche dieser Punkte sind am nächsten zueinander und stelle fest, dass diese beiden Punkte hier sehr nah zueinander liegen. Das heißt, diese beiden sind meine ersten Kandidaten, weil sie so nah beieinander liegen, lege ich zusammen in einen neuen Punkt und der Mittelpunkt dieser beiden Punkte wird jetzt mein neuer Wert. Und dann schaue ich wieder, wie weit ist dieser nun vom Mittelwert entfernt und diese jeweils miteinander und stelle dann fest, dass diese beiden Punkte als nächstes dran sind. Das heißt, die sind jetzt als nächstes so die nächsten Punkte zueinander. Das heißt, ich lege diese beiden jeweils zusammen in einen neuen Cluster, den ich dann durch deren Mittelwert repräsentiere. Dann schaue ich wieder zwischen dem und diesem Cluster und diesem Cluster und diesem, welche Punkte sind jeweils am nächsten zueinander. Ich stelle dann fest, dass dieser Punkt mit diesem Mittelwert als nächstes beieinander liegen. Das heißt, ich kombiniere die zueinander und das wird jetzt mein neuer Cluster. Und dann als nächstes stelle ich fest, dass dieser und diese beiden am nächsten zueinander liegen. Das wird mein neuer Cluster. Und danach bleiben nur noch diese beiden Punkte, die werden also gemeinsam zusammengefügt. Und dann ist alles nur noch ein großer Cluster. Nun will ich ja nicht alles in einen großen Cluster verbinden. Das heißt, ich muss hier irgendwo zwischendrin aufhören. Die Frage ist, wann höre ich auf? Das Schöne an diesem Algorithmus ist, ich bekomme ja so ein Ähnlichkeitsmaß. Jedes Mal, wenn ich zwei Punkte miteinander verbinde, weiß ich, wie groß die Ähnlichkeit reduziert. Das heißt, sobald ich Punkte miteinander verbinde, dann bekomme ich natürlich Werte, die jetzt auch eine gewisse Streuung haben. Das heißt, ab einer bestimmten Ähnlichkeitsmaß kann ich diese Punkte jeweils dann miteinander verbinden. Und wenn ich das weitergehe, werden natürlich die Distanzen zwischen den gemergten Clustern immer größer. Das heißt, ich kann dann also schauen, welche Streuung muss ich dann in Kauf nehmen, um noch einen Cluster jeweils miteinander zu kombinieren. Das heißt, im ersten Schritt verliere ich nur recht wenig an Ähnlichkeitsmaß, aber ich stelle fest, um zum Beispiel diese beiden Cluster zu verbinden, muss ich schon 50% oder so der Ähnlichkeit in Kauf nehmen. Das heißt, ich habe hier dann schon eine große Streuung, wenn ich die beiden jeweils verbinde.
Das heißt, ich kann dann bei jedem Schritt des Mergens mir anschauen, wie groß die Streuung ist, welche Distanzen ich sozusagen hier zueinander legen muss, um die beiden Klassen jeweils zu mergen. Das heißt, ich kann mir jetzt anstelle von vornherein eine Klassenzahl der Klassen zu definieren, kann ich mir ein Threshold legen, sagen, ab einer bestimmten Streuung höre ich auf. Das heißt, wenn ich sage, ich gehe bis 60% Ähnlichkeit, dann kombiniere ich hier Cluster bis hierher und dann würden also diese hier noch jeweils übrig bleiben. Und das Schöne an der ganzen Methode ist natürlich die, dass man an diesem Ähnlichkeitsmaß auch dann ganz natürlich sieht, wo die großen Sprünge sind. Also wenn viele kleine ähnliche Cluster sind, dann wird die Ähnlichkeit nur relativ wenig sich reduzieren. Und dann plötzlich, um dann zwei ganz große Klassen zu kombinieren, die weit voneinander weg sind, büße ich natürlich viel an Ähnlichkeit an und ich mache einen großen Sprung in meinem Ähnlichkeitsmaß und dann sehe ich automatisch, das ist wahrscheinlich nicht mehr gut, diese beiden zu kombinieren und würde dann irgendwie hier an einem Threshold auch entsprechend aufhören und sagen, das Beste, die beste Clusterung wäre hier vielleicht mit drei Klassen oder mit vier. Okay, also auch sehr einfach, kann man auch in 5 Minuten programmieren, ein einfacher Algorithmus, der hier recht gut funktioniert und bei dem man auch jetzt zum Beispiel nicht mal annehmen muss, wie viele Klassen ich tatsächlich hier habe. Nun, eins haben wir noch nicht besprochen. Das ist, was denn überhaupt Ähnlichkeit bedeutet. Wenn ich sage, ich nehme diese beiden Punkte zusammen in diesem Hierarchical Clustering, wenn ich zum Beispiel diesen hier mit diesem kombiniere oder diesen hier mit diesem, dann habe ich hier implizit angenommen, dass es der Mittelpunkt ist, den ich berechne. Ich berechne also die Distanz zwischen diesem Punkt und dem Mittelpunkt aus diesen beiden Punkten, richtig? Oder hier habe ich den Mittelpunkt aus diesen beiden als meinen Wert genommen und kombiniere oder messe die Distanz von diesem Punkt zu diesem Mittelpunkt. Und das ist ein Distanzmaß, das sich mit dem Mittelpunkt bestimmt. Die Frage ist, muss es denn der Mittelpunkt sein? Ich könnte ja auch sagen, wie weit ist dieser Punkt von dem nächsten Punkt oder dieser Punkt von dem weitesten Punkt? Das heißt, mit welchem Punkt werte ich denn meine Distanz jeweils aus? Und auch das hat tatsächlich qualitativ Unterschiede, die man sich anschauen muss. Das heißt, wenn ich sage, mein nächster Cluster kann also D-Min sein oder D-Durchschnitt oder D-Max, dann hätte ich die Situation hier, dass um die Distanz zwischen diesen beiden Clustern zu bestimmen, kann ich die Distanz zwischen den Mittelwerten jeweils bestimmen oder ich kann die Distanz zwischen den nächsten Punkten bestimmen oder die Distanz zwischen den weitesten. Nun, macht das einen Unterschied? Ist das wichtig? Und dazu können wir uns also auch hier ein Beispiel mal anschauen. Schauen, ob das jetzt funktioniert mit meinen Folien. Ich habe also hier eine Situation, in der ich 3 unterschiedliche Datenverteilungen habe. Also ich habe hier 2. Wir sehen hier, wie Daten verteilt sind. Und wir recht gut sehen, dass das hier so 2 schöne Wolken sind. Hier haben wir auch 2 Wolken, die aber mit so einer Brücke mit Punkten zwischendrin verbunden sind. Und hier haben wir so eine Art kettenförmige Wolke. Also wir sehen hier, dass wir hier 1 oder 2 Klassen haben, bei denen die Daten relativ kettenförmig jeweils gestreut sind. Und nun wenden wir mal diese unterschiedlichen Distanzmaße an und clustern. Dann stellen wir fest, wenn wir den Nearest Neighbor Algorithmus hier nehmen, dann sehen wir hier, dass wir hier eine Klasse bekommen. Das sind jetzt also die nächsten Punkte zueinander. Das heißt, dass meine Nähe wird bestimmt durch die jeweils nächsten Punkte. Dann sehen wir, dass hier eine gute Klasse oder 2 gute Cluster entstehen. Hier entstehen auch 2 gute Cluster, so wie wir die gerne hätten. Aber hier passiert was ziemlich Perverses, nämlich dass wir hier so eine komische, krutzige Klasse da am Eck bekommen. Dann kriegen wir hier so eine fürchterliche Klasse, die da die Hälfte dieser Wolke mit aufgreift. Also hier sind wir sehr unzufrieden, hier sind wir zufrieden und hier auch. Dann können wir uns das Ganze mit dem Furthest Algorithm anschauen. Wenn wir uns die nächsten Punkte jeweils anschauen, dann sehen wir, hier bekommen wir wieder gute Cluster. Hier bekommen wir auch einen akzeptablen Cluster, der halt diese 3 Punkte mit zu der einen Klasse zusammenzieht. Aber wir sehen hier, dass was Fürchterliches passiert. Wir kriegen also nicht mehr diese Ketten plötzlich, sondern wir kriegen jetzt hier auch so wolkenförmige Dinger, die diese Ketten jeweils vertrennen. Das heißt, wir sehen also, dass das Distanzmaß selber auch wieder sehr entscheidend darüber ist, was für eine Clusterqualität wir am Ende bekommen.
Und implizit dahinter ist natürlich bei das Maß, was wir als Distanz betrachten. Aber was Sie im Hinterkopf auch behalten sollten, ist natürlich auch, wie die Merkmale normiert sind. Diese kettenförmige Situation kann ja auch auftreten, wenn Sie zum Beispiel eine Achse einfach strecken oder normieren, dann bekommen Sie auch unterschiedliche Clusterqualitäten. Das heißt, es hängt, das Clusterergebnis hängt von den Distanzmaßen ab, aber es hängt auch davon ab, wie Sie Ihren Raum entsprechend normieren und entsprechend auch strecken oder komprimieren oder normalisieren. Das heißt also, wir halten mal fest, diese Cluster-Algorithmen funktionieren ganz gut, aber sie sind so ein bisschen schwarze Kunst. Sie müssen sich immer überlegen, wenn sie die laufen lassen, was sie hier eigentlich tun. Sie müssen es möglicherweise mit unterschiedlichen Klassendichten oder Distortions oder Streuungsmaßen versuchen. Sie müssen es mit unterschiedlichen Distanzen versuchen und immer im Hinterkopf behalten, dass auch die Normierung ihrer Achsen natürlich einen Einfluss darauf hat, was Sie dann am Ende als Clusterergebnis bekommen. Okay, dann wären wir hiermit am Ende. Wir können jetzt weitermachen mit Perzeptron. Das wären jetzt also unsere, soweit also unüberwachtes Lernen. Jetzt haben wir also mehrere Algorithmen kennengelernt, wie wir unüberwacht und überwacht trainieren, wie wir nicht parametrisch und parametrisch trainieren. In diesem letzten Falle hatten wir nicht parametrische Cluster-Algorithmen. Und ich sage nochmal, dieses Clustern ist auch in überwachten Klassifikationsaufgaben nützlich. Wie ich schon vorhin sagte, wenn wir Klassen haben, wie in der Spracherkennung, kommen wir nochmal drauf. Und ich habe unterschiedliche Klassen für Phoneme, A, I, O, U, die ich voneinander trennen will. Dann sind die Daten tatsächlich, die eins dieser Phoneme möglicherweise klassifizieren, nicht unbedingt Gauss verteilt. Das heißt, wir nehmen uns nachher die Merkmalsvektoren her und benutzen erstmal einen Cluster-Algorithmus, um die in solche Gauss-Mixturen umzuwandeln. Und die Gauss-Mixturen nutzen wir dann in einem überwachten Klassifikationsverfahren. Das heißt also, unüberwachte und überwachte Klassifikationsansätze werden sehr oft auch gemeinsam dann immer benutzt. Okay, nun in den verbleibenden 10 Minuten wollen wir vielleicht doch noch mit dem Perzeptron anfangen. Wir haben also nun überwacht, nicht unüberwacht kennengelernt, parametrisch, nicht parametrisch und linear. Jetzt wollen wir also uns auch nochmal nicht parametrische, weitere lineare Klassifikatoren anschauen. Wir haben gerade gesehen, Fisher Linear Discriminant, konvexe Hüllen, eine ganze Reihe von Ansätzen erlauben uns, nicht parametrisch die Klassen voneinander zu trennen, solange diese trennbar sind. Wenn wir also annehmen, dass zwei Klassen voneinander linear getrennt werden können oder linear trennbar sind, dann können wir das mit Fischer oder mit konvexen Hüllen machen oder mit dem sogenannten Perzeptron. Das Perzeptron hat viel Interesse ausgelöst, weil es zunächst mal schon sich so anfühlt wie eine Nervenzelle. Und das ging in den 50er, 60er Jahren los, wo man mit solchen einfachen Lernalgorithmen versucht hat, Klassifikatoren zu bauen und damit recht erfolgreich war. Und in diesem Ansatz überlegt man sich dasselbe Problem, das wir jetzt schon hatten, wo wir versuchten, durch Projektion eine gute Trennlinie zu finden, kann man jetzt hier auf eine andere Weise lösen, in der ich sage, ich drehe jetzt mal an den unterschiedlichen Gewichten so lange rum, bis jedes Mal, wenn ich an einem Gewicht drehe, dann verändert sich ja irgendwie die Linie. Ja, ich kann also an dem mal drehen und gucken, was da passiert, dann mal den drehen, schauen mal, was passiert. Und ich tue das jetzt natürlich ein bisschen mehr systematisch, dass ich mir bei jedem Drehen angucke, wird es besser. Und jedes Mal, wenn es besser wird, versuche ich so die Gewichte zu verstellen, bis sich weniger und weniger Daten falsch klassifizieren lassen. Und genau das ist eigentlich die Idee bei dem Perzeptron, dass ich eine einfache lineare Trennlinie dadurch bestimme, dass ich diese Gewichte jeweils systematisch miteinander verdrehe. Das heißt, ich habe also wieder hier einen Eingabemerkmalsvektor, ich habe Gewichte, mit denen ich das multipliziere, ich summiere die auf und dann habe ich einen Threshold, der mir sagt, ist entweder an oder aus. Also so, wie wir das bisher kennengelernt haben, nämlich als Diskriminierungsfunktion, wo ich dann größer als 0 oder kleiner als 0 jeweils sage. Dann haben wir hier gesagt, wir haben dieses Threshold Weight, das haben wir auch schon gesagt. Und wir können dann natürlich eine Entscheidungsfunktion dahinter uns auch noch unterschiedlich vorstellen. Also
diese Entscheidung, die wir hier gesehen haben, da sagen, machen wir eine harte Entscheidung. Wenn es auf der rechten Seite ist, dann sage ich A und auf der linken Seite sage ich die andere Klasse nicht A. Das kann ich etwas aufweichen, indem ich eine Threshold Logic einsetze oder so eine glatte Entscheidung, die nie so richtig komplett A oder B ist, sondern eben so kontinuierlich geht durch eine Sigmoid-Funktion, die hier dargestellt ist. Okay. Nun, auch hier, wie wir das vorhin gesehen haben, haben wir natürlich diese Formulierung der Linearkombination der Merkmale mit den Gewichten. Und wir haben dieses Threshold W, Gewicht W0 obendrauf. Das ziehen wir auch hier wieder in die Formel mit rein. Das heißt, wir ziehen W0 in diese Summe hinein, lassen also die Summe nicht von 1 bis n laufen, sondern von 0 bis n. Und wir kriegen das W0 hier rein, dadurch, dass wir das Feature, das Merkmal X0 immer auf 1 setzen. Das ist also ein Merkmal, das immer auf 1 geschaltet ist. Und dann ist W0 hier ganz natürlich mit in der Gleichung drin. Okay. Haben wir alles schon gesehen. Okay. Wir haben auch festgestellt, dass dieses G von X uns die Distanz von der Entscheidungsebene gibt. Das heißt, wir haben dann diesen im Zweiklassenfall entscheiden wir uns für die eine Klasse, wenn das größer als 0 ist, und für die andere, wenn es kleiner als 0 ist. Und zwischendrin wissen wir, dass das G von X uns auch noch als Distanzmaß jeweils dient. Und bei dem Perzeptron gehen wir jetzt nun so vor, dass wir jetzt auch noch versuchen, das zu vereinfachen, damit wir ein Kriterium bestimmen können. Das heißt, wenn ich vorhin sagte, wir drehen an den Gewichten so rum, dass wir versuchen zu schauen, dass die Klassifikation immer besser wird. Wie kann ich denn feststellen, ob etwas besser wird oder nicht? Ich muss also schauen, wie viele meiner Muster werden jetzt falsch klassifiziert und wie mein Verdrehen der Gewichte, welchen Einfluss das Verdrehen meiner Gewichte hat auf die Klassifikation der Daten, die ich jeweils habe. Das heißt, wir brauchen ein Kriterium, so wie wir es vorhin gesehen haben, bei der Fisher Discriminant. Auch hier brauchen wir ein sogenanntes Kriterium, das mir sagt, wie schlecht mein gegenwärtiges Ergebnis ist und was ich denn tun muss, um das Ergebnis besser zu machen. Ich fange also hier an mit meiner Linearkombination und sage, alle meine Daten sind ja dann richtig gelabelt, wenn das Skalarprodukt, wir haben ja dieses B0 jetzt hier reingezogen, das heißt, wir haben jetzt meine Summe der gewichteten Merkmale ist jetzt nur noch das Skalarprodukt von dem Gewichtsvektor mit dem Merkmalsvektor und wir wissen, dass wenn der größer ist, dann entscheiden wir uns für die eine Klasse. Und wenn der kleiner ist, dann entscheiden wir uns für die andere, wenn die Trennlinie richtig gelegt ist. Und wenn die Trennlinie nicht richtig gelegt ist, dann wissen wir, dass alle Labels dann richtig, also alle Daten richtig gelabelt sind, dann, wenn für alle Merkmale der Klasse 1 das Skalarprodukt größer als 0 ist. Das heißt, die Daten sind auf der rechten Seite. Und alle Daten meiner zweiten Klasse sind richtig gelabelt, wenn sie auf der linken Seite sind, auf der anderen Seite. Ja? Das heißt, mein Skalarprodukt wird positiv sein, wenn die Daten zur einen Klasse gehören und negativ, wenn sie zu der anderen Klasse gehören, wenn alle Daten richtig gelabelt sind. Dann kann ich das auch hier mir das vereinfachen, mein Kriterium, indem ich sage, ich nehme alle Daten der Klasse 2 her und setze ein Minuszeichen davor. Also ich sage es nochmal. Wenn ich einen Klassifikator habe, der alle Daten richtig klassifiziert, dann bedeutet das, dass alle Daten der ersten Klasse multipliziert mit dem Gewichtsvektor sind positiv, alle Daten der zweiten Klasse multipliziert mit dem Gewichtsvektor sind negativ. Das heißt, ich bekomme hier negative Zahlen, hier positive Daten. Wenn ich nun bei allen Merkmalen der zweiten Klasse ein Minuszeichen davor schreibe, bedeutet das, alle meine Daten, egal ob Klasse 1 oder Klasse 2, richtig klassifiziert sind, wenn das Skalarprodukt positiv ist. Okay, das war jetzt ein langer Satz. Wer hat es nicht verstanden? Okay, ich sage es nochmal. Ich habe eine Trennlinie und die alle meine Daten klassifiziert. Meine Daten sind linear klassifizierbar. Die Daten der ersten Klasse, da weiß ich, aus diesem Gesichtspunkt hier, wir sagen das ja hier, also ich habe eine Trennlinie, die Klasse A von Klasse B trennt und die sind linear trennbar. Dann bedeutet das, wenn die Daten zur Klasse 1 gehören und alle richtig klassifiziert worden sind, dann wird mein G von X positiv zu sein, denn ich sage ja,
Wenn die Daten positiv sind, dann entscheide ich mich für Klasse 1. Wenn die negativ sind, entscheide ich mich für Klasse 2. Das heißt, wenn mein Klassifikator richtig funktioniert und die Klassen der ersten Klasse auf der rechten Seite liegen, dann bekomme ich positive Daten und für die zweite Klasse bekomme ich negative Daten, dann ist alles in Ordnung. Ich habe richtig klassifiziert, richtig? Soweit, jeder verstanden? Nun sage ich jetzt umgekehrt, wenn ich einfach künstlich für alle Daten der zweiten Klasse ein Minuszeichen, ich habe ja gelabelte Daten der Klasse 1, gelabelte Daten der Klasse 2, wenn ich für alle meine Daten der Klasse 2 einfach in meine Datenbasis ein Minuszeichen davor vorlege, dann wird richtig sein, dass ich mit dem Skalarprodukt der Gewichte mit allen Daten, egal ob sie Klasse 1 oder Klasse 2 sind, ich dann ein positives Ergebnis bekommen werde bei einem Klassifikator, der richtig klassifiziert. Das heißt, ich versehe alle meine Daten der zweiten Klasse mit einem Minuszeichen, sodass sich mein Kriterium vereinfacht, nämlich, dass alle Vektoren richtig klassifiziert sind, wenn das Skalarprodukt größer als 0 ist. Egal ob Klasse 1 oder Klasse 2. Ja? Weil ich meine Daten der zweiten Klasse jetzt künstlich mit einem Minuszeichen versehen habe. Das mache ich jetzt auch nur, damit mein Kriterium einfacher wird. Damit ich sagen kann, ich habe ein Kriterium, das mir sagt, die Welt ist in Ordnung, alles ist richtig klassifiziert, wenn dieses Skalarprodukt positiv ist. Okay. Wenn ich das also geschafft habe, dann kann ich mir ein solches Kriterium definieren, das sagt, alle meine Daten sind dann richtig klassifiziert, wenn das Skalarprodukt positiv ist. Wenn ich nun Fehler mache, dann werde ich, wenn ich eine Linie habe, die nicht alle Daten richtig klassifiziert, dann bedeutet das, dass meine falsch klassifizierten Daten in diesem Fall negativ sind. Also alle richtig klassifizierten Daten werden im Skalarprodukt positiv sein, alle falsch klassifizierten negativ. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich ein Kriterium der Schlechtigkeit oder des Problems meines Klassifikators, nämlich, dass alle Daten, die falsch klassifiziert sind, sind negativ. Das heißt, mein Skalarprodukt mit einem Minuszeichen versehen wird positiv sein. Das heißt, ich bekomme jetzt durch eine solche Formulierung eine Perzeptron-Kriteriumsfunktion, die mir sagt, wie groß meine Fehler sind. Das heißt, alle falsch klassifizierten Daten, deren Skalarprodukt negativ ist, mit einem Minuszeichen versehen, werden mir positive Werte geben. Die Summe davon gibt mir einen positiven Wert. Und je mehr Daten ich falsch klassifiziert habe, wird dieser Wert natürlich immer größer werden, immer positiv größer und damit also ein Maß der Schlechtigkeit oder der Fehler meines Klassifikators sein. JP in dieser Weise formuliert, ist sozusagen ein Maß, wie schlecht mein Ergebnis bisher ist. Und dieses Kriterium, das mir sagt, wie schlecht mein Klassifikator jetzt im Moment ist, der eine Funktion von W ist, gibt mir sozusagen an, wie ich die Ws verstellen muss, damit es besser wird. Ich muss jetzt ja also nur noch meine Ws verstellen, dass diese Kriteriumfunktion kleiner wird. Also ich stelle mir das Ganze vor wie eine große Landschaft. Je größer das W, umso schlimmer die Klassifikation. Und jetzt versuche ich zu schauen, was muss ich an dem W machen, so verstellen, dass ich mein Kriterium verbessere. Und der mathematische Ansatz dafür ist, die Ableitung zu bilden, nämlich, dass ich mein Kriterium der Fehlerhaftigkeit meines Klassifikators nach den Gewichten ableite. Ich mache also die Ableitung von JP nach W. Und das gibt mir an, wie ich meine Gewichte verdrehen muss, dass das JP kleiner wird. Gesagt, getan, ich leite also ab. JP ist mein Kriterium für, wie schlecht mein Klassifikator derzeit ist, und ich leite jetzt nun JP ab nach W und bekomme dann diese Summe. Also JP abgeleitet nach W gibt mir die Summe über minus X über alle X, die Element der falsch klassifizierten Daten sind. Okay, ich gebe zu, das war jetzt ein bisschen schnell, aber die Pointe an der Sache, wir fangen damit das nächste Mal an, die Pointe an der Sache ist, ich habe einen Lernalgorithmus, der extrem einfach ist. Denn was der sagt, ist, um meine Linie in dieser Trennlinie richtig einzustellen, muss ich immer nur gucken, welche Daten sind denn falsch klassifiziert
Und alle Falschklassifizierten addiere ich einfach auf. Und das ist mein Gradient. Das sagt mir, wie ich meinen Gewichtsvektor verändern muss, damit das Kriterium besser wird. Sprich, ich iteriere, nehme einen Gewichtsvektor, summiere alle Daten auf und bekomme einen neuen Gewichtsvektor, der dann besser ist. Das besprechen wir dann das nächste Mal, und damit das klarer wird.